magischen Disziplin, Entropie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Nee. Kann ich mitnehmen. So. Geh weg, ihr dämlichen Ratten. Salz und nochmal Salz. Okay. Die Tür kann ich aufschließen. Wie viele Dietriche habe ich eigentlich? Zwei. Ja, gut. Oh. Das ging erstaunlich gut. Ein Genesungstrank. Das ist super. Ich brauche unbedingt Genesungstränke. Fußstapfendes Vielgereis. So, ein Set-Gegenstand. Käse, Friedenskraut, Friedenskraut, was auch immer ich damit machen kann. Ich nehme mal den Käse mit. Dann kann ich mich vielleicht damit irgendwie wieder heilen. Hoffe ich zumindest. Im Kessel ist nichts drin und hier liegt noch eine Truhe, die man auch wieder aufschließen muss, ist ja klar. Steam-Plattform? Was meinst du? Ich bin verwirrt. Besen. Ja gut, haben wir alles, glaube ich, hier. Ich dachte, ich muss hier hin. Musste ich hier nicht irgendwie hin? Muss ich irgendwas machen? Erstmal die Eisplanke kann ich essen, dann bekomme ich einen Platz mehr. Hier ist noch Krustenbrot, aber das ist nicht... Das ist Lehrlingsbuch, okay. Ja, danke. Und verdorbener Käse. Verursacht 5 Punkte... Was? Ich habe so wenig, also... Tja, für 3 Minuten. Ah, für gut. Flammenbiss habe ich. Konsole. Ich bin PC-Spieler, ich kenne mich mit Konsolen so genau gar nicht aus. Ja, vielleicht PS4? Oder so? Das waren die Schuhe des Vielgereisten oder so. Fußstapfen des Vielgereisten. Leichte Rüstung. Das heißt, Schleichen ist effektiver und erhöht Ausdauer um 4 Punkte. Könnte ich anziehen, wenn ich Vagabunden spielen würde. Falsch. Was? Ich darf nur noch 2-mal raten? Was? PC. So, was haben wir hier? Schleichen ist effektiver, okay. Blockt 7% bei Schaden mit einem Schild. Das finde ich gut. Das lege ich mal mit an. Warum mache ich eigentlich 2 Apothekari-Abzeichen? Ja. Aber mit denen was anfangen kann ich wahrscheinlich nicht, ne? Später. Achso, also soll ich sie aufheben? Xbox. Irgendeine. Alle möglichen Xboxes. So, dann gehe ich mal... Ich speichere mal ganz kurz. Ich muss dahin.
Kann ich nicht einfach querfeld einlaufen? Wahrscheinlich schon. Wie sieht denn die Karte aus? Da ist mein Dings. Hey! Bekomme ich jetzt einen Keks? Ach komm. 360? Ja, hat er gerade gefragt. Welche One oder 360? Ich muss raten. Die neuere ist die One? Ich habe keine Ahnung. So logisch ist das nicht. So, das ist die Schatulle, die hier in der Nähe sein ist. Ach so, da kann ich hingehen. Ja gut, dann mache ich das mal. Wo ist das? Das da, ne? Hey, nochmal richtig. Ich bin eine Ratekünstlerin. Oder sowas in die Richtung. Oh, Eisenerz. Einfach mal so. Hier der Keks. Vielen Dank, ein Keks. Oh, Lasagne. Lasagne. Lachsnudelauflauf. So. Ah, das ist ausgeschöpft. In Ordnung. Ach, da ist das Meer. Das Besagte. Sein. Ich will hier nicht sein, da liegt eine Riesenkrabbe. Ich gehe mal erst in die Richtung. Miep! Lebt die? Nein, ist tot. Boah, puh. Sei Dank. Und hier sind schon wieder so eine komischen. Ist ja auch so groß. Ach nein, die sitzen bloß hier. Boah. Hey, Groschen, ein bisschen Wein, noch mehr Wein. Warum sitzen die so komisch da? Merkwürdig. Da muss ich hin. Ja, danke. Ich wollte das Tagebuch vielleicht mal anschauen. Wo ist es denn? Da? Bringt das was, wenn ich das lese? Das wird sein. Wahrscheinlich ein Flachwitz. Erster Brief. Ich will das nicht vorlesen, aber ich will auch wissen, was drinsteht. Wie lange ist denn das? Ich habe gesagt, ich will das nicht vorlesen. Ja, gut. Ja, gut. Flachwasserwitz. Da ist er wahrscheinlich ertrunken am Flachwasserwitz. Mein Name ist Hiro Sonnenwind. Soll ich das vorlesen oder soll ich es nicht vorlesen? Du hast ja hier nichts mitzureden. Da hinten. Weil das ist. Naja, ich glaube, das ist schon ein bisschen was. Tolle Zwiebel. Ja. Was sagt ihr zwei? Vorlesen oder nicht vorlesen? Das ist hier die Frage.
guckt, antwortet keiner, ob ich es vorlesen soll oder nicht vorlesen soll. Das Lesen ist hier eine Sache. Ja, schon, irgendwer hat es geschrieben, aber ich meine, soll ich das jetzt im Stream... Achso, ja, aber ich nicht. Doch, ein bisschen schon, aber... Sira ist anders. Sira. Also da stand, dass es irgendwie Liebesbriefe sind. Also um Liebesbriefe geht. Hä? Huch. Ich liebe dich, Sira. Warum will er sich denn umbringen? Ist sie tot oder was? Wahrscheinlich. Naja, gut. Dann lese ich es nicht vor, dann lasse ich das mal. Ich kenne sie ja auch schon. Also diese Quest und ein paar andere kenne ich auch schon. Was? Einzelteile. Hier ist auch nichts drin. Das sind Fischernetze. Pentas Haus entdeckt. Ist das Pentas Haus? Ich dachte, das wäre ihres Haus. Was ist hier? Hier ist nichts weiter. Einzelteile, noch ein Rüstungsdings. Benutze Holzblock will ich jetzt nicht. Benötige einen Schlüssel. Benötige einen Schlüssel. Soll ich ihm das erzählen? Ach, ich soll ihm da das erzählen. Zu Pentas Haus brauche ich irgendwie einen Schlüssel. Wahrscheinlich bekomme ich den noch, oder? Weiß ich nicht. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier einen Schlüssel finden sollte. Geht das jetzt wieder los? Oder redest du jetzt den Stream weiter? Ah, da ist noch eine Truhe, die ich gar nicht gesehen habe. Ja gut, eine Fackel. Wichtig. Aber kein Schlüssel. Dann treffe ich mich mal mit Jespers Freund. Oh, da. Da, dort. So. Och, nö. Ist das nur einer? Nein, es sind zwei. Zwei Kackwölfe. Ich mag die nicht. Ich sterbe jetzt wieder. Drei Kackwölfe. Was dort? Nee, du kannst schwimmen. Glaubst du auch nicht. Auf zu schwimmen. Ekelvieh. Absorbiert der Schild schon 7% mehr Schaden. Doch,
toll, jetzt bin ich auch mit Wundbrand infiziert. Sind das Level 25er Wölfe? Piep. Gehe ich da rüber? Da war ich gerade schon, glaube ich, oder? Das andere muss wahrscheinlich nicht anders aus. Da sind schon wieder irgendwelche komischen Viecher. Geht. Die da hat nichts dabei, die hat auch nichts dabei, alles klappt. Ein Lachs. Lecker Lachs. Huch. Auf rumzurennen. Schäm dich. Ah, da ist so ein Ding drin. Ah. Huch. Ich habe F gedrückt. Huch. Bekritzeltes Pergament. Was steht da? Ich habe Ladia gesehen, dass die Banditen gefällig werden können. Gesagt. Also, sie will diesen Ort nicht verlassen. Beobachten jedes. Ich würde da schon abhauen, wenn irgendwelche Leute mein Haus beobachten würden. Ich finde das auch nicht so cool. Sind das schon wieder Banditen? Wirklich jetzt? Schlampe, das wirst du bereuen. Greif jetzt auch noch diese dämlichen Wölfe an, oder was? Super. Warte mal ganz kurz, Herr Wolf. Das war sehr dumm. Wo kamen denn diese Wölfe jetzt her auf einmal? Merkwürdig. Schlampe, das wirst du bereuen. So. Ja, natürlich kann ich den Game Sound leiser machen. So, sollte jetzt passen. Ein bisschen leiser gemacht. Wieder. Rennt der auch noch weg, dieser dämliche Wolf? Was macht der denn? Achso.
War da nicht noch ein zweiter irgendwo? Ich dachte, da wäre noch ein zweiter. Ja, da ist auch irgendwo noch ein zweiter. Ich dachte, der steckt da hinten fest. So, wo ist die jetzt gestorben? Ach, sie liegt im Feuer. Sie lässt sich... Ihr ist kalt. Alles klar. Okay, Baupläne. Jetzt steckt er da hinten fest und ich habe die ganze Zeit diese... Okay. So, ich habe jetzt deutlich leiser gemacht. Jetzt soll das gehen. Ich kann es ja bei mir den Kopfhörern einstellen, wie ich das mag. Wenn es im Stream dann zu laut ist, tut mir das sehr leid. Warum steckt der denn fest? So, da war auch noch ein zweiter Bandit, oder? Ich mich nur getäuscht. Merkwürdig. Ich höre da noch irgendwas. So, Krabben sind das. Super. Passt, perfekt. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Oh, Kanickel. So, speichere ich mal gerade ganz kurz. Alter, sind die Viecher eigentlich überall? Hier aus den Weg, Mann. Komm, hier. Fresse. Jetzt bin ich halb tot, aber ich habe doch irgendwas... nee, keine Tränke, sondern was zum Essen. Fasanenfleisch zum Beispiel. Sollte ein bisschen besser werden jetzt. Oder? Nee, irgendwie nicht. Bin ich noch im Kampf? Hier ist doch keiner mehr. Nur noch Kampfmusik. Ja gut, jetzt habe ich das Fasanenfleisch... Was geht danach? Umsonst gegessen wahrscheinlich. Esse ich halt einmal zweimal. Dann lass das bitte. Bitte. Nicht weitere Wölfe schicken. Ich mag sie nicht. Eigentlich... Doch, muss ich ungefähr in die Richtung. Hm. Einfach mal so. Kisten? Hufeisen, okay. Ich muss da links lang. Jetzt ist da schon wieder irgendwas Spannendes. Was ist das denn? Ich werde dauernd irgendwo abgelenkt. Diesem Spiel. Alter Stollen entdeckt. Na, Happy Birthday. Will ich hier sein? Lassen wir diesen alten Stollen mal alten Stollen sein. Ich gehe mal weiter. Aber warum? Es gibt doch schon genug Dinge, die mich in diesem Spiel töten wollen. Skelette, Spinnen, Wölfe, Mini-Krabben. Alles will mich tun. Oh! Hm. Danke, Schnuni!
die lieb? Ich hoffe, die sind lieb. Hey, du da. Ja, ja, genau, okay, du. Essen ist eh gleich fertig. Soll ich dir ein Geheimnis sagen? Ja, bitte. Was meinst du denn? Naja, ich hab was gefunden, was richtig Tolles. Aber allein komme ich damit nicht weiter. Ich brauche die Hilfe von jemand Großem und Starkem. Wie wär's also? Ich zeige dir, was ich meine, und du versprichst mir dafür dann, dass du mir damit hilfst. Was sagst du? Warum fragst du nicht deinen Vater? Gefährlich. Ich weiß nicht. Dann wärst du doch nicht so nah an Flussheim und den Gardisten, oder? Außerdem dürfen Papa und die anderen nichts davon wissen. Sonst klappt die Überraschung nicht mehr. Oh. Was ist denn damit? Das zeige ich dir gleich. Aber erst musst du mir versprechen, dass du hilfst. Komm schon, sei kein Frosch. Bin kein Frosch. Oh, klasse. So, ich wusste, dass du ja sagen würdest. Komm Kleiner mit. Kleiner Silas. Lauf vor. Ja, hat er gesagt. Sei kein Frosch. Ist bestimmt auch ganz normal, dass ich mit Axt und Schild einem Jungen nachrenne. Huch. So, und nun? Person ist beschäftigt. Womit denn? Mit rumstehen und mich anschauen? Ah, okay. Sodala. Schau, das hier habe ich gestern beim Krabbensuchen gefunden. Toll, oder? Eine Geste. Eine Büchse. Ja, und weißt du was? Wenn man sie schüttelt, hört man so ein Klimpern, wie als wenn da Münzen drin wären. Alles, was wir also tun müssen, ist sie aufbrechen. Und dann können wir uns die Beute teilen. Und ich könnte Papa das Geld für den Spitzbartmann geben. Also, was meinst du? Kriegst du sie auf? Ich hab's schon versucht, aber die ist richtig feste zu. Wer ist denn der Spitzbartmann? Ja, dieser eine Kerl aus der großen Stadt, der immer kurz vor Mondwende kommt und Geld von den Leuten will. Janka oder so nennt Papa ihn immer, glaube ich. Junker. Ich glaube schon, ja. Er versucht immer so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Aber ich bin ja nicht blöd. Vielleicht sind in der Büchse ja genug Groschen drin, damit Papa den Kerl bezahlen kann. Klar. Ich probier's mal, kleiner Kerl. Dietrich geht es nicht. Ja, das war's. Dann schauen wir mal. Dann schau mal rein. Da sind... Kerle. Ach nee, was soll das denn? Was los? Das sind keine Groschen. Das sind irgendwelche komischen Teile. Und ein Stück Papier. Hier, guck's dir selbst an. Eine Notiz, eine alte. Das Kästchen durchsuche ich mal selber. Eine alte Notiz, ja gut, okay. Was haben wir denn da? Alte Notiz, jetzt habe ich die zweimal. Wir haben Stolz und voller Kraft. So weilt er für den Tag und Nacht, er spendet Segen in der Not, auf unserem Pfad bis in den Tod. Wie poetisch. Und jetzt? Und? Hast du was? Ein Gedicht? Was, wenn das ein, wie heißt das, ein Rätsel ist? Lies mal vor, was steht da genau? Segen in der Not. Das... Ach, Menno, wieso müsst ihr Großen immer so umständlich reden? Wobei, der Pater spricht doch immer was von Segen bei den Messen. Vielleicht meint der Schreiber damit den Schrein. Schnell, geh nachschauen. Ich muss zurück zum Hof und die Leoren füttern. Sag mir dann aber unbedingt Bescheid, wenn du was gefunden hast. Mach ich natürlich... Aber erstmal gehe ich nach Flussheim und werde ein bisschen krimskramslos. Beziehungsweise hole mir auch neuen Krimskrams. Na? Striezel. Hallo Striezel. Böser Hund? Warum böser Hund? Er ist doch kein böser Hund. Er ist ein guter Hund. Warum kann ich nur böser Hund sagen? Ich will guter Hund sagen. Ist nicht fair. Striezel der Hund. Also, Fass ist leer. Was bist du?
Ach, schon wieder so ein komisches Vieh. Ja gut. Dann auf nach Flusshain. Warst du schon beim Schrein? Nein, war ich Schnell, nicht. Schnell, geh nachschauen. Hm? Was? Was? Was ist das für ein Name, bitte? In Skyrim mal zu den Hunden, echt? Ich hab noch nie einen Hund in Skyrim. Oder sagen die das zu allen Hunden, die einfach irgendwo rumlaufen? Der hat einen sehr interessanten Namen. Quurel Neu Gazzi Dorma Talalata. Ja, hier. Gibt's Neuigkeiten? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Naja, er war halt krank. Ich glaube, dafür konnte er nichts. Arbeit, Wenn ihr euch mit Kräutern oder Heilkunde auskennt, solltet ihr mal den Major ansprechen. Der bangt schon seit Monaten um seine Gefährtin. Arme Mathilda, eine großmütigere Frau habe ich nie getroffen. Gazzidor Matalata. Was ist das für ein Name? Ich glaube, ich kann mal die Waffen wegstecken. Salpura Filesohn. Ja. Hast du Tipps Vielleicht für mich? Habe ich das. Ja. Aber euch werde ich sicherlich nichts erzählen, Mondhaut. Boah. Ich weiß doch, wie euresgleichen gestrickt ist. Wenn es nach mir ginge, würde euer Land nicht zur zivilisierten Welt zählen. Jetzt verschwindet. Boah. Bist du immer und so freundlich? Eurer Sippe. Jetzt lasst mich in Frieden. Boah. Wir sehen uns noch. Dämliche. Ich töte deine Kühe. Obwohl, die sehen zu niedlich aus, um sie zu töten. Was seht ihr denn? Kann man euch fangen? Ja, Falter gefangen. Bist du netter? Hey, ihr da! Wollt ihr was wirklich Tolles wissen? Ja, meinetwegen. Dann erzähl mal. Halt was Tolles halt. Ein Geheimnis. Ich kenne eins. Und wenn ihr mir 30 Groschen gebt, dann sag ich's euch. 30 Groschen? Na, weil ich es euch verspreche? Bitte. Von den Groschen kann mir Monsieur Gazzidoma endlich so ein tolles Holzpferd schnitzen, wie das von Zen. Gebe ich dir die 30 Groschen? 30 Groschen für ein Holzpferd ist ganz schön viel. Ich würde das Interessante das wissen. Geld. Oh, boah. Wahnsinn! Das sind wirklich 30! Oh, ihr seid großartig, danke! Also, kennt ihr Monsieur Mitumial, den, Gerber? Ich habe ihn vor ein paar Tagen mal in der Früh in seiner Wohnung hämmern hören und habe mich ans Fenster geschlichen, um zu sehen, was er da macht. Er hat ein Geheimversteck in seinem Haus und da drin war etwas, das richtig geglitzert hat. Ich glaube, man muss irgendwelche Hebel in seinem Haus richtig drehen. Dann geht das Versteck auf. Wenn er nicht da ist, natürlich. So, ich muss dann mal weiter. Danke nochmal und schreitet wohl.